Hey Leute, die gespannt sind wie Flitzebögen, willkommen zurück zu Dying Light Teil 2. Wie ihr unten rechts, unten links sehen könnt, Quatsch, ich hab einen Bogen endlich. Ja, ich hab Pfeil und Bogen, einen Sportbogen. Wie kann ich damit eigentlich die... Ja, ich kann leider nicht die Munition wechseln, sehe ich gerade irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das mache. Aber seht mal, ich habe jetzt nur legendäre oder Artefaktwaffen. Ist so geil, ne? So geil. Jetzt reden wir mit Sophie. Auf dem Bazar. Um vielleicht herauszufinden, wer Lucas getötet hat, endlich. Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Ator mag zwar mehr Männer haben. Wir haben aber den Heimvorteil. Heimvorteil? Du bist verrückt. Ich verbiete es. Solange ich den Bazar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Du leitest den Bazar nicht mehr. Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Deinetwegen haben wir Leute verloren. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Bazar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du kannst mir dabei helfen. Oder gehen. Roger, Humphrey, verhaftet sie! Was macht ihr da? Sie wollen den Bazar verraten! Roger! Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut! Karl hat recht. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie! Was zum... Deswegen werden wir sie zuerst schwächen. Was meinst du damit? Wir werden ihre Hauptstromquelle ausschalten. Ohne UV-Lampen kann Ator seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen? Sobald Ator geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Ator Wind davon bekommt, was wir vorhaben. Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Roger und Humphrey, geht zur Waffenkammer. Stattet jeden mit einer Waffe aus, der kämpfen kann. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen. Oh, ich will aber nicht für euch arbeiten. Warum muss es denn zum Krieg kommen? Ich verstehe das nicht. Was lockere Schraube? Ja, die haben echt eine lockere Schraube. Revolution! Viva la Revolution! Ich hoffe, du bist nicht noch so ein... Ach, halt die Schnauze. So. Ja, bis der mal zum Reden kommt. Ich finde es ein bisschen anstrengend, leider. Ich sage ja, Leute, die langsam reden, ne? Oh. Selbstgebaute Granate. Ja, die kaufe ich mir. Alter! Wie viel Schaden macht denn das Teil? 65. Da ist mein Schwert ja ein Dreck gegen. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, habe ich die echt gerade verkauft? Ich will aber nicht. Guck mal, ich alle Wertsachen verkaufe. Habt ihr ja schon gesagt, beim Händler soll ich mal drauf achten. Habe ich, ja, ja. Aber ich will nicht alles verkaufen an Wertsachen. Habe ich nämlich mal easy 10.000. Nee, sorry, auch wenn es besseren Schutz bietet. Finde ich Quatsch, das umzutauschen, nur weil es halt besser ist, ne? Also weil es ein bisschen mehr Rüstungsschutz hat, dafür sind die Werte besser, meine ich. Ne. Klamotten muss ich ja verkaufen, weil die sonst... Soll ich alles verkaufen? Was macht dich an? 250 gibt das Parfum. Ja komm, ich verkaufe alle Wertsachen. Seid ihr zufrieden? Jetzt habe ich 13.000 Credits. Ich bin halt immer so ein bisschen sparsam damit, dass ich die Sachen nicht verkaufe, weil wenn ich irgendwann mal richtig Geld brauche... Guck mal, jetzt gibt es hier überall den Bogen schon. Leuchter. Okay. Interessant. Ja, wenn ich nämlich was kaufen will, habe ich keine Kohle, weil ich dann alles bei den Händlern immer ausgebe. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Ach komm, wir machen erstmal eine Nebenquest. Hör schon auf, Mann. Keine große Sache. Ich verlange mit Kampf. Warum hilfst du mir nicht? Du bist wertlos, herzlos, selbstsüchtig und... Alles in Ordnung? Nein. Es ist alles nicht in Ordnung. Bitte.
Es geht um meine Jungs. Sie sind verschwunden. Ich habe sie seit Stunden nicht gesehen. Mo ist 13, Scotty ist 16. Bitte. Jungs in dem Alter reißen schon mal aus. Nicht meine Jungs. Sie sagen mir immer, wohin sie gehen und wann sie zurückkommen. Diesmal war es nicht anders, aber ich habe bald Geburtstag. Es wäre typisch für sie, sich in Schwierigkeiten zu bringen, weil sie eine Überraschung planen. Ich würde sterben. Verstehst du? Wenn ihnen was zustößt, dann... Okay, ich kann versuchen, sie zu finden. Als Pilger habe ich viele Spuren verfolgt. Was? Ein Pilger? Du hast Glück, dass es hier um meine Kinder geht. Wow. Ich weiß, welche Art Menschen zu Pilgern werden. Ansonsten würde ich nichts mit dir zu tun haben wollen. Ich möchte nur helfen. Wo soll ich zuerst suchen? Genau hier. Manchmal spielen sie bei der Kirche mit so einem dreckigen kleinen Jungen. Ich schau mal nach. Du bleibst hier und wartest. Wie sie drauf ist. Nur weil ich Pilger bin. Hast du dich wohl auf was eingelassen? Ja, was? Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge alles zum Besseren werden würde. Also bitte. Du hast Wasser bekommen und machst... Das ist eine schicke Waffe, die du da hast, ey. Weil ich spüre, dass sie auch so was vorgemacht hat, dieser... Dass sie mich alle schon mit Namen kennen hier. Hey, ich suche nach zwei Kindern, Scott und Mo. Mo? Das ist mein neuer bester Freund, wissen Sie? Nach Buddy natürlich. Hast du ihn heute gesehen? Heute nicht, nein. Aber er und Scott kommen in letzter Zeit oft zum Spielen zu mir und Buddy. Am Anfang hat Buddy ihn nicht getraut, aber jetzt haben wir echt viel Spaß. Kennen Sie Buddy? Buddy ist mein Hund. Ja, weiß ich. Hör zu. Irgendeine Ahnung, wo Mo und Scott sein könnten? Keine Ahnung. Ich habe heute noch niemanden gesehen. Nicht mal Buddy. Haben Sie Buddy gesehen? Ich suche nach Löchern im Boden. Hunde graben gern Löcher. Wenn ich ein Loch finde, kann Buddy ja nicht weit weg sein. Ach, und wussten Sie schon, dass Hunde super gut riechen können? Sie können Leute finden und Knochen und so. Und sie können echt auch Angst riechen. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich halte die Augen offen. Ich muss jetzt los. Ziemlich beschäftigt gerade. Warten Sie! Ich habe eine Idee! Das Basartor! Natürlich! Wie, was? Warum sollten Mo und Scott am Basartor sein? Keine Ahnung. Ich meine Buddy. Dort gibt es überall Knochen, weil... Naja, Sie wissen schon. Buddy buddelt am Tor immer wie wild. Tut mir leid, Junge, aber ich habe gerade keine Zeit für Buddy. Ich hab's eilig. Nach Menschenknochen buddeln finde ich ziemlich unheimlich. Aber Scott und Mo finden's irre witzig. Warte, also waren Scott und Mo am Ende gar nicht hier draußen? Weißt du, wo sie sonst noch sein könnten? Wenn sie so dringend suchen, schauen sie doch mal in der King William the Ninth Road. Scott hat uns da in der Nähe gezeigt, wie man Marder jagt. Danke für den Tipp. Keine Sorge, sobald ich sie gefunden habe, schaue ich nach Buddy. Danke, Mister. Das hoffe ich doch. Vielleicht wird Buddy dann auch ihr Freund. Oh nein, die Kinder spielen nicht ernsthaft außerhalb. Och, nee, wirklich? Wurde auch Zeit, dass Sophie zu der Frau wird, die ihre Mutter war. Nee. Die Kids, ey, am Ende sitzen sie alle schon tot. 302 Meter. Guck mal, das ist mitten irgendwo im Feindgebiet. Also da, wo die Zombies rumrennen. Warte mal, ich muss auf jeden Fall noch hauen viel. Guck mal, ich habe jetzt nur den Wasserturm zugewiesen und schon ist das... Ja, von den, Dingens, ne? Von den, wie heißen sie? Ihr wisst schon. Die Überlebenden. Hi. Ah, geil. Wie er voll abgeht. Ich werde übrigens, wenn ich im Zentrum bin, kann ich mit der U-Bahn hierher zurückfahren. An den Bazar. Ja, stelle ich mir nicht in den Weg. Ihr auch nicht, ihr dummen Banditen. So. Mo! Scott! Mo! Scott! Da lang.
Wir haben ihn fast. Was? Scott, hilf mir eben. Was? Wo? Oh nein, die sind ja nicht erst noch mit dem Hund jetzt hier unterwegs. Toll, wie komme ich da? Ah. Ach Jungs. Ihr seid noch kleine Kinder. Stellt euch mal nach Hause. Nein, die sind nicht ernsthaft hier rein in den Bereich, oder? Oh Jungs, seid ihr wahnsinnig. Oh. Scott, deine Mutter hat mich geschickt. Wo ist dein Bruder? Wir haben gespielt und dann ist der Hund weggelaufen und... Mo! Ist das euer Ernst? Was genau ist passiert? Wir haben Stöckchen für den Hund geworfen und dann ist er da reingelaufen. Du sagtest, er ist weggelaufen. Nun, er ist da reingelaufen. Dann sind wir hinterher und... Ein Infizierter, er hat uns angegriffen. Der Hund hat uns gerettet. Ich muss zurück. Ich muss Mo retten. Sonst bringt meine Mutter mich um. In welchem Stockwerk ist Mo? Zweiter Stock, nein, dritter oder vielleicht vierter. Ich weiß nicht. Bitte, hilf meinem Bruder. Geh zurück zum Bazar. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich. Pass auf die Infizierten auf. Ach, Kerl. Was macht er denn? Oh je, warte mal, ich werde erstmal meine Waffen verbessern. Und zwar das Schwert. Warte mal, ich habe ja Gewichtsstufe 3. Ne, komm, das... Wie viel repariert denn das? 50 immer, ne? Ne, ich nehme erstmal das Schwert. Ah ne, warte, ich nehme erstmal einen Pfeil im Bogen. Das ist so gut. Und ich kann die Pfeile wieder aufsammeln, oder? Nee. Schade. Kann ich auch abbrechen? Oh ja, kann ich. Oh, was war da denn los? Was besonderer Junge, ne? Komm schon! Die! Ich feiere Pfeil und Bogen einfach. Oh, shit. Einen Schlag den Kopf abgehauen. Wie kann ich denn die Pfeile? Warte mal. Gibt's hier irgendwo. Kann ich hier irgendwo. Springen? Warte mal. Zubehör nutzen. Überlebenswert umschauen, treten, nachladen, Gleitschirm. Gegenstand ablegen. Was Gegenstand nutzen? Taschenlampe. Ausrüstung durchblättern. Waffe durchschalten. Verbrauchsgegenstand durchschalten, Ausrüstung. Warte mal, was? Ausrüstung? Durchblättern, 1. Aha. Einweisung fortsetzen, Einweisung ablehnen. Eine Einweisung, okay. Mhm, mhm. Was? Handeln, interagieren, Überlebenssinn, umschauen, angreifen, treten, nachladen. Ja, da vielleicht nachladen. Hä? Wie kann ich denn meine Feuerpfeile benutzen, bitte?
Bögen verwendet für Bögen. Wendet Feuer bei einem Treffer an, wodurch Feinde angezündet werden und Schaden erleiden. Sag mal! Wie? Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen rumprobieren, ne? Oh, cool, jetzt habe ich das. Ah, ich bin ein Held. Sag mal, bin ich jetzt doof? Ich krieg die Munition nicht gewechselt. Ach, ist egal jetzt. Vielleicht geht das mit dem Bogen ja auch gar nicht. Nee, ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich bin zu blöd. Komm ich denn hier weiter? Alter Schwede. Hier sieht's aber auch aus, ne? Der Junge. Oh, ich höre den Hund. Mann, ey, was macht ihr Kerl auch für einen Quatsch? Ist das jetzt das oberste Stockwerk oder geht's noch weiter hoch? Vom Breitschwert auseinandergenommen worden. Oh nein, der Junge ist nicht tot, hoffe ich jetzt, oder? Das wäre echt übel, wenn das der Junge wäre. Das sind Kristalle da drüben. Mist. Habe ich das nicht gleich gesehen? Immerhin 200, ne? Das sieht aber echt fies an hier. Hier rüber? Ah, hier. Ganz ruhig. Alles gut. Alles gut. Du bist in Sicherheit. Kleines Kind. Es ist da draußen. Es hat uns angegriffen. Der Hund hat uns gerettet. Armer, kleiner Hund. Und wir... Dir geht es gut und du bist in Sicherheit. Alles klar? Schau mich an. Deine Mutter hat mich geschickt. Sie sucht euch. Komm raus. Es ist wieder da. Ich komm nicht raus. Tür zu. Schnell. Gut. Bleib hier. Ich sehe nach. Geh nicht weg. Lass einfach die Tür zu. Ach, da ist ja der Hund. Oh nein, Buddy. Oh nein. Oh, wieder so ein dicker, ha? Aha. Ey. Scheißvieh. Was? Ich hab ne fertig. Okay. Ach, stimmt. Ich hab ja wieder irgendwas abgelevelt. Es geht so schnell manchmal. Level up. Na? Ihr kleinen Scheißer. Hat er geplündert? Jo.
Armer Bub. Das ist echt doch ein kleines Kind. Also ein klitzekleines Kind. Schon wieder. Komm da raus. Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit. Bist du sicher? Ist das wirklich tot? Ja. Was hattet ihr beide hier eigentlich zu suchen? Wir sind nur rumgelaufen. Und wir haben das Bellen gehört und sind rein. Aber dein Bruder sagte, ihr hättet mit dem Hund gespielt und der ist dann da reingelaufen. Ja, das meinte ich doch. Mo, was auch immer du gemacht hast, ich verurteile dich nicht. Jeder macht Fehler. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Wir sind hierher, weil der Hund, er hat das Ding angegriffen. Buddy hat uns gerettet. Sonst wären wir... Wir können nichts mehr für ihn tun. Du verstehst nicht. Es ist unsere Schuld. Wir haben ihn hier reingescheucht, weil wir ihn gejagt haben. Warte, gejagt? Den Hund? Warum zum Teufel jagt ihr einen Hund? Für Mama. Für ihren Geburtstag. Wir haben gar nichts. Wir haben nicht mal was zu essen. Wow. Aber wir wollten nicht, dass sie hungert. Nicht an ihrem Geburtstag. Und als wir den Hund mit diesem Jungen spielen gesehen haben, mit Dominik, da, naja, hatten wir halt eine Idee. Dreh dich um und schau nicht her. Armer Hundi. Es ist jetzt vorbei. Geht zurück zu eurer Mutter. Oh nö, der arme Hundi. Aber was hätte ich tun sollen? Naja. Also das war nicht nett, den Hund essen wollen. Nicht cool, Junge, nicht cool. Aber es war bestimmt auch nicht seine Idee, sondern die von seinem älteren Bruder. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal, komm. Das dauert zu lang. Ich werde mal weitermachen mit der Hauptquest jetzt, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, nicht für die Überlebenden arbeiten will, sondern mehr so für die PK. Aber ich glaube, damit hat sich's jetzt leider schon. Ich kann das Gelaber meiner Ma nicht mehr ertragen. So, dann. Guck mal, die Kinder, die rennen hier draußen rum und alles ist voller Zombies. Was denkt ihr euch dann eigentlich? Seid ihr bescheuert? Oh, ich will dem Jungen eigentlich nicht Bescheid sagen. Kann ich dem Bescheid sagen? Du kannst sehen, aber mehrjährige Pflanzen wären besser. Nee, er ist nicht mehr da, oder? Schön, dich zu sehen. Armer Junge. Jetzt wartet er ewig auf seinen Hund und er kommt nie wieder zurück. Als er das Wasser nicht den PKs gegeben hat. Ich hab noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gründlich verpasst hat. Poor Boy. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Warum sind die da hinten, bitte? Wir haben heute zwar einige Aufträge. Das ist ganz schön voll hier, ha? Ich hab schon bei der Kirche gesucht, aber da war er auch nicht. Kommt er, ja. Schon, Jungs. Buddy ist jetzt auch euer Freund. Helft mir suchen. Das ist jetzt ungünstig, Dominik. Lass jetzt bitte meine Jungs in Ruhe. Aber was, wenn ihm was passiert ist? Wir müssen irgendwas tun. Scott! Mo! Sagt was! Ich frage euch ganz lieb! Bitte! Oh. Vielleicht kann dein Onkel dir ja ein Haustier oder so etwas kaufen. Er scheint ja ein wohlhabender Mann zu sein. Lass meine Jungs jetzt in Ruhe. Hey, Sie sind es, Mister! Haben Sie Buddy irgendwo gesehen? Also, habt ihr ihm noch gar nichts erzählt? Ach komm, ich deck die beiden mal. Das sind doch dumme Jungs. Tut mir leid, Junge. Buddy ist tot. Aber er starb, als er deine Freunde gerettet hat. Sie haben es mir gerade erst selbst erzählt. Wir wussten nicht, wie wir es dir sagen sollten. Deshalb habe ich gesagt, du sollst bitte gehen. Ich wollte nicht so hart sein. Es ist nur... Es ist so ein Schock.
Es tut mir leid. Dominic, ich... Danke, dass du meine Söhne beschützt hast. Und Dominic. Er ist noch so jung. Und du? Vielleicht seid ihr Pilger am Ende nicht einfach nur Kriminelle. Hier. Pass auf dich auf. Ja, habe ich ja eigentlich auch gesagt, ne? Morgen, Aiden. Moin, aber wir sind wieder der Böse, ne? Der böse Pilger, generell für alle. Ich hoffe, du... Halt die Schnauzen, bitte. Alberto! Deine neue Rüstung taugt doch nichts. Die ist eher was für einen Käfer als für einen Menschen. Ja, die ist viel zu dünn. Banause! Käferpanzer bieten idealen Schutz. Das ist bestes Handwerk auf dem besten Material. Nämlich aus... Oh je, dem raucht der Schädel. Nicht zu übersehen. Ich glaube, der platzt gleich. Titan. Die Rüstung wurde mit Titan vom Schrottplatz verstärkt. Deshalb ist die so leicht und schützt besser. Also seid nicht so gehässig. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich? Mal sehen. Danke, Vincenzo. War noch nicht nötig. Schon okay, Papa. Ach, die beiden haben gerade die letzten Titanwesten eingesackt. Deshalb bin ich nicht hier. Sophie schickt mich. Du sollst mir irgendeinen Plan verklickern. Der Plan? Mein Plan? Hat Carl zugestimmt? Carl hat zugestimmt? Hörst du, Vincenzo? Nicht Carl, Sophie. Erzählst du es mir oder muss ich raten? Das Windrad. Wir jagen das Windrad in die Luft. Was? Bingo! Das große Windrad, das das Picard-Hauptquartier mit Strom versorgt. Seid ihr bescheuert? Wir brauchen aber zuerst die Sprengladungen, die Jack und Joe am Wasserturm gelassen haben. Würdest du sie uns bringen, Pilger? Sobald es hochgegangen ist, gehen alle UV-Lampen im PK-Hauptquartier aus. Dadurch können die Infizierten sie angreifen. Old Villador wird wieder frei sein. Seid ihr scheiße? Und du? Du kannst problemlos durch die Giftwolke durch und zum wie heißt der noch? Zum Zentralring? Zum Zentralring, richtig. Woher weißt du, dass die Picards sich zurückziehen und nicht zurückschlagen werden? Weil Papa dieses Windrad entworfen hat. Er kennt es in- und auswendig. Und es ist die einzige Stromquelle der PK-Basis. Ohne das Windrad werden es die PKs keine weitere Nacht in Old Villador aushalten. Wir müssen aber schnell handeln, bevor die Peacekeeper Wind von unseren Plänen bekommen. Also, bist du dabei? Okay, also, das Windrad versorgt alle UV-Lampen der PKs mit Strom? Ja, so ist es. Das gibt Opfer ohne Ende. Nur wenn die PKs nicht kehrt machen und dahin gehen, wo sie hingehören. Sie haben uns das Windrad geklaut. Es gehörte uns, Lucas und seine Leute. Als sie kamen, verdammt! Es geklaut. Sie klauten es. Genau, sie klauten es. Ohne Strom wird Aether niemanden hier halten können. Wir haben Generatoren, kleinere Stromquellen. Sie brauchen eine große Stromquelle. Sie werden sich zurückziehen müssen. Und bevor sie mit Verstärkung vom Zentralring zurückkehren, werden wir selbst den Tunnel versperren. Ihr Commander Jack Matt wird keinen Kampf im Dunkeln riskieren, während ihm die Infizierten und Abtrünnigen im Nacken sitzen. Old Villador wird wieder uns gehören. Und du wirst ins Stadtzentrum kommen. Ich finde das scheiße, aber ich habe okay. Keine andere Wahl jetzt. Ich bin dabei. Okay, geh zum Wasserturm. Wir werden die Sprengladungen verwenden, mit denen Jack und Joe ihn in die Luft jagen wollten. Gib mir Bescheid, wenn du dort bist. Das wird eine Überraschung für dich. Okay, lustig. Warum habe ich denn eigentlich nicht gleich mitgenommen, den Sprengstoff? Kann ich mich noch umentscheiden, bitte? Ich möchte das nicht... Denk dran, Pilger. Du bist nicht das, was wir verdienen.
Leute, ich möchte nicht den Turm. Ich möchte nicht die. Nein, ich möchte das Windrad nicht in die Luft jagen. Geht das nicht ohne? Ich bin kein PK-Freund, aber wer auch immer die Haut vom Gesicht ihres Kommandos spürt, das. Wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, wer jetzt für den Mord verantwortlich ist von Lukas. Also irgendwie glaube ich Sophie und ihrem Bruder. Aber trotzdem, wie sie jetzt handeln, ist auch nicht geil. Andererseits will ich aber nicht, dass der Basar zerstört wird von den PK. Was soll denn das? Das ist total gestört. Warum muss man immer gleich alle umbringen? Warum können die nicht in Koexistenz irgendwie klarkommen miteinander? Es ist doch... Oh. Es gibt doch nur eine Menschheit. Ihr seid so scheiße allesamt, ne? Fuck. Was ist denn hier passiert? Oh, nö. Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge alles zum Besseren wenden würde. Also, neulich fragt mich dieses Mädchen, welche Bücher. Was ist hier los, bitte? Was ist hier los? PKs. Sie haben uns nach Waffen durchsucht, haben unsere Molotow-Cocktails gefunden und sind dann durchgedreht. Alter. Haben jeden in Sichtweite abgeschlachtet. Da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen. Wer? Und wo sind die Bomben für Alberto? Wir konnten ein paar davon rausschicken. Die Kuriere haben sich zuletzt in der Nähe des Star Square gemeldet. Dann Funkstelle. Aber... Alberto, die Sprengladungen sind verschwunden. Ich gehe zum Star Square. Da wurden sie zuletzt gesehen. Oh, oh je. Ganz genau. Ich? Ja? Sei vorsichtig. Irgendjemand hat uns verraten und verkauft. Finde die Ladung. Ohne sie kann der Plan nicht. Ja, ja. Boah, wie seht ihr denn aus? Haben die PKs den Transport überfallen? Sie haben alles und jeden durchsucht. Die Bomben haben sie gefunden. Sie hatten sicher einen Hinweis. Haben sie alles mitgenommen? Weiß nicht. Auf einmal bekamen sie Angst. Was? Wo sind die Sprengladungen? Hey! Ha, sie waren auf dem Hof. Komm, vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut. Zum Glück sind die Infizierten aufgetaucht. Da sind alle abgehauen. Die Bomben haben sie wohl liegen lassen. Komisch, dass sie die nicht genommen haben. Waren doch kaum zu übersehen. Trottel. Oh nein. Oh. So ein Scheiß. Alter. Wie ihm einfach mal das Gesicht weggehauen wurde. Komm schon. Hab ihr was für euch, Kinder? Scheiße. Muss mir gerade einen Headbutt geben. Da zoppelt noch einer. Ist immer so, so splattert das Geräusch. Da ist ja noch einer. Sag mal. Hier, fang mal. Hab noch mehr für euch. The
Willst du mehr? Da ist noch einer. Sag mal, haben die Picards die hergelockt? Wie haben die das denn gemacht, bitte? Das ist ja mal krass. Ich habe jetzt eher gedacht, übrigens, als er da weggeschnetzelt wurde, dass es mehr so aussieht, dass jetzt jemand kommt und das Dynamit zündet, also das C4, ne? Aber ich bin absoluter Fan von Zweihandwaffen, habe ich gerade festgestellt, mal wieder. Hier. Nicht zur Seite springen, Mann. Hey! Hey, jetzt reicht's aber. Ihr seid so kacke, ne? So, ich benutze erstmal die ganzen Bandagen und dann nehme ich das Regenerationszeug. Aber schön, ihr habt alle seltene Trophäen für mich. Guck mal, wie viele Leute mussten schon sterben? Warum könnt ihr nicht einfach alle lieb zueinander sein? Das funktioniert aber auch nirgends. The Walking Dead ist das Paradebeispiel. Da geht es nur ums Töten. Wer macht die andere Fraktion platt und am Ende schließen sie sich dann irgendwie noch zusammen oder so? Es ist total ernsthaft. Deswegen, ich wäre wahrscheinlich sofort tot in so einer Welt, ne? Ich wäre viel zu nett. Es reicht jetzt! Die sind so doof. Das war sogar eine seltene Trophäe. Okay. Warte mal, am letzten ist es drin. Ja. Toll. Oh, Mann. Fuck you all, ganz ehrlich. Also die PK meine ich jetzt auch. Und die Überlebenden. Das Einzige, was mich halt zu den Überlebenden jetzt gerade mehr zählt, ist, dass die halt Kinder haben, ne? Die Kinder sollen ja nicht darunter leiden. Dass die Eltern kacke sind, aber die werden Alberto, ja auch alle beeinflusst. Großartig! Sehr gut! Worauf wartest du dann noch? Komm wieder her! Schon unterwegs. Ja, oder ich gehe und schieb den PK ihre Sprengladung in den Hintern. Wie gesagt, die Idee ist auch nicht gerade cool, was die machen wollen, aber es wird so oder so Tote geben, noch mehr. Und nach meiner Art, wie ich es machen würde, geht es leider nicht. Einfach zusammensetzen, so ihr spielt jetzt, schön Kinder, und dann vertragt ihr euch. Nein, Mama, aber der war... ich bin dem nicht mehr gut. Nein. Nein, beziehungsweise Papa. Nein, ihr spielt jetzt schön miteinander und dann vertragt ihr euch. Nein, aber doch. Okay, Mama. Okay, Papa. So gehört sich das. Ja, ich weiß, das ist Quatsch, ne? Ich mach nur Spaß. Alle wegbomben und im Endeffekt nur die Kinder da lassen und die dann positiv versuchen zu beeinflussen, dass die so einen Quatsch nicht mehr machen.
Aber ihr kennt ja bestimmt Herr der Fliegen, ne? Au! Ich laufe hier lang, kümmere mich um meinen Kram und schon kommt wieder einer und haut mir gegen das Bein. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam ernst, ne? Jetzt wird es langsam richtig ernst hier. Oh, eine zweihändige Artefakt. Eieieiei. Wie kein Platz für diesen Gegenstand. Frech. Komm, ich verkauf seinen doofen Stab. Ist mir egal. Hermanns Knüppel. Ich kaufe jetzt nur noch legendäres Zeug. Nichts mehr drunter. Aber wo bitte kann ich mir denn... Habe ich jetzt wieder... Oh, 24 habe ich, sehr gut. Ja, der Täuschkörper. Pff. Komm, ich verbessere lieber meinen... hier, meinen Aufputschmittel. 120 Sekunden. Geil. Ja, Gift bin ich, wie gesagt, nicht so der Fan von. Ich habe es noch gar nicht benutzt, aber... Was bringt denn Gift bei Zombies, bitte? Ich mag Feuer, auf jeden Fall hier. Wo ist dein Vater? Da bist du ja. Oh, ich dachte schon, er ist endlich mal weg. Nur zwei? Wie er redet, gib mir auf den Keks. Den Rest haben die PKs. Wir müssen. Du musst. Wir brauchen. Ich kann nicht ohne. Nitrat. Wir brauchen Dünger. Mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Die alten Night Runner haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr Bomben brauchen. Ich kenne da einen. Lebt auf einem Dach. Ob Freund oder Feind. Wer weiß. Killian. Kennst du ihn? Killian? Hakons Kumpel? Ja, Killian. Ich werde dir erklären, wie du... Ich weiß, wie man hinkommt. Danke. Ohne diese Nitras hast du denn dabei gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, deinen Auftrag so gut... Wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen anstrengend. Wie er schon redet. Hallo? Oh, ich habe wieder Kampf. Ja. Guck mal, das ist sogar ein Kompositbogen. Geil. Dropkick ist alles Quatsch hier, oder? Projektile blocken ist vielleicht ganz cool. Ja. Wenn man alles wachsen sieht. Endlich können wir etwas anderes anbauen als Kakteen. Was? Kakteen anbauen? Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben. Ja, ich auch. Oh. Na? Ja, auf mich zu gerade kommt. Was? Was? Ach, da. Ich habe eben den Marker nicht mehr gesehen, glaubst du? Ich dachte, ich spinne gerade so ein bisschen. Das ist so gut, diese mehr Ausdauer merkt man definitiv beim Klettern. Killian! Lass mal einen Spion einhauen. Killian! Hier ist Aiden! Bist du da? Killian! Dann klaue ich mir das Zeug halt. Überhaupt nicht nett, aber
Harte Mittel erfordern harte Maßnahmen. Bingo. Alberto? Ich hab damals dachten wohl alle, die Freundschaft ging... Vincenzo. Kann dich kaum hören. Die Picard. Sie haben hier alles durchsucht. Kann jetzt nicht. Der Verräter. Er hat uns alle verkauft. Aiden. Papa ist schon vor zum Windrad. Triff ihn da. Ich komme, sobald ich kann. Nur sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay, ich werde mein Bestes geben. Beeil dich. Ist der Bazar jetzt zu? Sie sind mir auf den Fersen. Ich komme hier nicht weg, Aiden. Die nächste Patrouille. Du musst das ohne mich machen. Geh zu meinem Papa. Ich verfolge das Ganze über Funk. Dein Papa und ich? Hä? Hältst du das für eine gute Idee? Uns bleibt keine andere Wahl, Aiden. Mach. Bitte. Okay, dann sind die aber nicht im... Wir sind hier nicht hier Dieser drin, ne? Plan bedeutet meinem Vater alles. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Papa ist ein wenig unbeholfen und erhält nicht den Respekt, der ihm gebührt. Ach. Das ist die Chance, Karl und Sophie und allen im Bazar zu beweisen, dass sie falsch lagen. Ihnen zu zeigen, was Papa kann, was er drauf hat. Danach ist er der Held des Bazars. Er wollte schon immer sowas Großes machen. Tja, genau das macht mir Angst. Ich bin über Funk bei euch. Hallo? Vincenzo? Hallo? Das macht mir auch ein bisschen Angst, dass der den ganzen Laden in die Luft sprengen will. Ah, das ist das Windrad, ja. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee ist. Was? Das ist ja im Verseuchungsgebiet. Vincenzo, ich höre dich nicht. Was? Was muss ich? Das Windrad! Das stimmt beim Windrad nicht. Oh je, yeah, da geht's wieder ab, ne? Ich sag ja, Kinder, könnt ihr euch nicht mal einigen und nett sein zueinander? Ist doch alles scheiße hier. Okay. Okay. Ist das etwa hier drin? Oh ja, das sieht ganz danach aus, als wäre das hier drin. Oh, da ist er direkt. Ich hab den Dünger. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht, na, dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen. Das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Da wird mir schon noch was einfallen. Ist ja kinderleicht. Sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das. Du und ich, wir packen das. Wird schon... klappen. Wie ich schon sagte. Kinderleicht. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzos Markierungen an. Bomben platzieren. Was soll da schief gehen? Kinderleicht, hä? Huh? Yep, so ist es. Nicht rausgehen. Bleib. Yay, drei Wie Stück ich sogar. Ich schon sagte, Kinderleicht. Ich habe irgendwie Angst vor ihm. Ich glaube, vielleicht werden wir sogar nicht überleben, wenn wir das machen, hä? Huh? 240 Gesundheit, wo brauche ich irgendwo 220? Nee. Doch hier, 220 für den Parkourschuss. Oh Mann.
soll ich denn da hochkommen, bitte? Was war das? 200... Ah, okay. Kann ich eigentlich verbessern mal. 12 mehr Schaden. Yeah! Wie kann ich bitte immer noch die Pfeile wechseln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, hier mit gedrückt halten vielleicht, oder? Oh, mit gedrückt halten. Was gibt's noch? Schockpfeile, infizierte Pfeile, Schnittpfeile, Sprengpfeile. Alter. Und was noch? Giftpfeile, ja. Ich kann es einfach gedrückt halten. Ah. Na gut. Lieber jetzt als nie herausfinden. Ganz so erfolgreich. Ich muss da irgendwie reinkommen. Das klingt nicht gut. Versuch das Geräusch. Sofort. Mit der Zipline komme ich noch raus. Ah. Was war das denn? Hallo, kann ich mal bitte aufsteigen? Hallo? Oh. Aha. Wie gesagt, ich finde das scheiße von den PK, wenn die das einfach so die Leute abmurksen wollen. Das macht man nicht. Das sind nicht die Befreier der ganzen Zone, das ist mehr so. Ja, das sind mehr so die Unterdrücker. Kann in die Mangel nehmen. Er würde sofort ausspucken, wer Lucas getötet hat. Er hat mich erwischt! Alter, was haben die denn alles? Jetzt bist du dran. Also Bogen ist schon eine richtig fiese Waffe. So, wie geht's denn da hoch? Okay, warte. Ich kann nicht gut abspringen, wenn ich einen Wandlauf mache. Ist aber gar nicht so viel los, ne? Wie man meinen sollte, weil eigentlich ist es ja ein sehr wichtiges Ding. Ganz unten, das mache ich zum Schluss, glaube ich. Nee, warte, das mache ich als erstes, oder? So. Bip-bip-bip. Das machen wir doch als erstes, weil ich wette, ich kann am Ende diese Zipline runterrutschen. Hallo, Kuh geht wieder nicht. Bip, bip, bip. Jetzt geht's wieder. Ich würde mich gerne noch ein paar Sachen mitgehen lassen hier, wenn ich das schon in die Luft jagen muss. Was?
sind noch welche. Oh, es geht echt ganz schön weit hoch. Seht ihr, da ist die Slack. Nee, ist nicht die Slack, ist eine Wäscheleine. Oder sowas. Uhu. Das ist ganz gutes Zeug wieder. Aha. Oh, das war's doch schon fast. Ja. Ich finde es gut, dass ich das eingestellt habe mit dem gedrückt halten. Stell ich mal vor, ich müsste alles hier aufspammen mit F. Da wird mir echt schon die Hand wehtun nach einer Zeit. Sonst ist nichts. Doch. So. Haben wir. Jetzt aber nichts wie weg hier, ha? Huh? Alter. Erstatten Sie Alberto Bericht. Ah, guck mal, das ist die Slackline. Oder die Zipline. Ist hier noch was? Da oben ist doch bestimmt auch noch was, oder? Wow. Ach, kein Scheiß. Irgendwas? Ich kann ja nicht so weit hoch, aber ich bezweifle's, oder? Ich weiß jetzt schon, dass ich mich ärgern würde, wenn da oben irgendwas Wichtiges, irgendwas Legendäres ist, aber jetzt ist egal. Ah! Okay, da ist Müll. Müll ist ja auch weich, ne? Ah! Sprengen wir jetzt echt den Laden in die Luft? Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Möchtest du das machen? Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Okay. Tja. Oh, der Zünder funktioniert nicht. Ich fürchte die Störung durch das Bam. Ich hab's gewusst. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Vincenzos Berechnungen. Die stimmen nicht. Meinst du? Das habe ich ihm nun repariert. Das Ding fackelt aber ganz schön. Das muss hinhauen. Hä? Das fackelt alles ab. Also das Windrad, das sieht nicht so aus, als würde es sehr viel Strom produzieren, so langsam sich das dreht. Schuld. Was machst du? Eine scharfe Bombe? Bevor die PKs anrücken, gebe ich dir eine scharfe... Fernzündung ist zu unsicher. Wegen der Funkstörungen. Was jetzt? Die hier jagt garantiert das komplette Windrad in die Luft. Wie viel Zeit habe ich? Mal sehen. Die geht jeden Moment hoch. Lauf! Und wow. Wo soll sie hin? Wohin? Du musst zurück! Und? Tu sie auf. Platzier sie auf. Die muss auf. Oh.
Wo soll sie hin? An den Generator? Nein, bloß nicht! Muss sie unten ans Windrad? Nein! Oh, wow. Das bringt gar nichts. Ich weiß, wohin. Sie muss an den Rotor. Da oben. Du musst hochklettern. Ich hab's mir gedacht. Oben? Im Ernst jetzt? Die Bombe tickt, Aiden. Meinst du wirklich, jetzt wäre die Zeit für Scherze? Wie lange habe ich da Zeit? 2 Minuten 27. Oh, cool. Oh, zum Glück gibt's einen Aufzug. Hey, Kumpel. Wir werden jetzt alle sterben, ne? Wollte ich nur mal sagen. Oh wow, wie soll ich denn da... Soll ich jetzt hier hängen bleiben? Nee, das schaffe ich nicht. Okay, das war's wohl. Parcoursstufenaufstieg. Okay, dann nochmal. Ah, und es ist Nacht mittlerweile. Nachts ist da am schönsten, dann wird es auf jeden Fall ein schöner Knaller geben. Schöner Knalleffekt. Auch wenn ich echt keinen Plan habe, wie ich da hochkommen soll. Soll ich jetzt hier hochkommen, bitte? Das schaffe ich doch nicht. Ich könnte es mit Wandlauf versuchen, aber... Ja, dann ging es vielleicht mit Wandlauf. Komm, wir versuchen es. Ach, hier. Ah, alles klar. Okay, jetzt habe ich es. Das macht... Ah. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller! Weiter! Es ist so lächerlich, das Ding dreht sich viel zu langsam. Na komm jetzt! Oh, ich hab nur 30 Sekunden. Alter, ist das knapp? Scheiße. Oh, fuck. Wow, was für eine geile Aktion. Du machst dir Sorgen, ob wie kalt es ist. Hallo? Alberto? Bin unterwegs. Oh nö, Alberto ist bestimmt tot. Diese dreckigen Bastarde. Was habt ihr mit ihm gemacht? Angreifen, Leute! Na gut, das hab ich mit ihnen gemacht, ne? Das
nenn ich mal eine Bombe. Meine Bombe. Du hast sie echt toll erwischt. Wir haben sie herrlich erwischt. Ohne dich würde das Windrad noch stehen. Fast so schön wie das Feuerwerk 1900. Ich bin alt. Und du wirst auch noch älter werden. Hör bloß auf, Eden. So verwirrt bin ich nun auch nicht. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, was alle über mich denken. Klar weiß ich das. Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben. Okay? Und alles dank dir, Alberto. Nein. Vincenzo gebührt der Dank, okay? Sie lachen ihn aus. Meinetwegen. Aber nun, da wir das hier geschafft haben... Werden sie nicht mehr lachen. Verstehst du? Sein alter Herr ist keine Witzfigur mehr. Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen. Sag allen, dass er es war. Versprich es mir. Okay, mach ich. Und sag ihm, bitte sag ihm... Ja, wird gemacht. Sag ihm, wie stolz ich bin. Das habe ich ihm noch nie gesagt. So, ich bin stolz auf dich. Sag ich ihm. Versprochen. Armer Kerl. Aber er hat nochmal sein Feuerwerk gehabt zum Schluss, immerhin das. Naja, das war's dann, Leute, mit der Windmühle und mit diesem Part. Alberto ist leider tot. Irgendwie habe ich so das Gefühl, bis zum Ende werden alle ausgelöscht. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also nicht das jetzt, sondern der Part. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Das wäre sehr nett von euch. Ich denke mal kurz pennen, wenn es geht. Okay, ich muss hier raus. Naja, nächstes Mal geht's weiter, Leute. Wir sehen uns wieder zu Dying Light 2. Dankeschön. Tschüss.